Es gibt Züchter und es gibt Haustierbesitzer. Und darin liegt ein grundlegender Unterschied. Die sind beide nicht gut oder schlechter als der andere, die haben nur andere Aufgaben. Wenn man Haustierbesitzer ist, dann ist die Rasse eigentlich egal, nur das individuelle Tier ist wichtig. Sollte man zum Züchter wechseln, dann wird das einzelne Tier unwichtig und die Rasse nimmt überhand. Das heißt also, das eine geht um die Fürsorge für die einzelnen Tiere und das andere geht um die Fürsorge der einzelnen Rasse. Beides zusammen geht nicht. Weil ich verspreche euch, wenn man das hart nimmt, von 10 Hunden, die du aufziehst, werden höchstens 5 Zuchthunde. So, das heißt also, wenn du dir 10 Hunde kaufst und du willst sie als Haustiere halten, dann hast du irgendwann 5 Trittbrettfahrer und 5 Zuchthunde. Und wer kann schon in Europa 10 Hunde halten? Es gibt ein paar, aber das sind dann auch Züchter. So, also nur mal ganz wichtig, Züchter sein ist ein Ding, Haustierhalter ist ein Ding. Beides gleichzeitig macht gut von mir aus, wenn du jetzt das Glück gehabt hast, du hast dir eine Hündin gekauft und die hat sich halt zum gesunden Zuchthund entwickelt, da mal einen Wurf mitzumachen, okay, aber ich verspreche euch eins, zieht euch warm an, weil wenn ihr glaubt, dass das nur mit Spaß verbunden ist und euch unter Umständen ganz viel schnelles Geld bringt, werdet ihr ein böses, böses Erwachen haben, weil ich sage euch nur eins, ein weiser Mann hat mir mal gesagt, wenn du Frieden finden willst im Leben, arbeite nichts mit nichts, was wächst oder frisst. Ja, lass das einsinken. Hundezucht ist für die, die dafür gemacht sind. Und wenn du nicht ausselektieren kannst und deine Haustiere ein neues Zuhause geben kannst und auf dem Zuchtsystem bist du kein Züchter. Musst du auch wirklich nicht sein, aber überlegt euch gut, ob ihr Züchter sein wollt.